Hallo meine Lieben, ja, ich drehe über die Liebe, ja, alle Sternzeichen von Widder bis Fisch. Genau, und es geht um Liebe, wie geht es im Leben dieser Wunschpartner? Ja, du willst wissen, er ist Widder und du willst wissen, wie es bei ihm aussieht, ja. Und am Schluss nehme ich eine Karte, Wunschpartner von der Nadine Breitenstein, Wunschpartnerkarte von Orakel. Und er gibt auf Seelenebene, ja, was er nicht traut, vor dir sagen, dann eine Botschaft für dich. Das mache ich am Schluss, ja, mit diesen Karten hier. Dann weißt du, woran du bist bei deinem Wunschpartner. Ich beginne mit Widder. Was ist los in seinem Leben? Ja? Was ist bei diesem Mensch Widder? Genau. Los in seinem Leben. Ja? Dann beginne ich. Das Portal des Schicksals. Schicksalhafte Entscheidung muss dieser Mensch treffen. Entweder oder. Es gibt kein Zurück. Portalalltag und Rückführung. Also sehr, sehr prägnant hier seine Phase jetzt, die er sich befindet. Ja? Alles, was er handelt, was er vormacht zu machen, jeder Schritt, ja, hat es zu tun mit Schicksal. Ja? Bei diesem Mensch wieder, ja? Wunschpartner wieder. Was war, was ist und was kommt, ja, im Leben dieser Mensch. Ja? Aber alles ist schicksalhaft. Ja? Auch Entscheidungen, die er trifft in seinem Leben, ist schicksalhaft. Ja? Es bestimmt sein Zukunft. Vergangenheit. Ja, Vergangenheit. In der Vergangenheit war er sehr unreif, was Liebesangelegenheit anbelangt. Gegenwart, er macht eine Identitätskrise durch, so merke ich. Ja. Als er noch jünger war, ja, Vergangenheit, hat er viele Schwierigkeiten gemacht, egal in welchem Bereich. Ja. Noch in Zukunft wird er konfrontiert mit seiner Vergangenheit. Ja. Das sehe ich ganz stark. Liebesleben. Also er hat viele Baustellen, die er noch bearbeiten muss. Ja. Lernaufgaben von oben wegen Reifungsprozess. Nadine Breitenstein, Claire Story Card. Was ist denn da bei ihr da? Eine Karte bitte. Vergangenheit. Oh, das sind viele. Ja. Aber ich nehme für alles. Ja. Deswegen, seine Vergangenheit, ja? Seine Vergangenheit hat dieser Mensch, dieser Wunschpartner wieder sehr geprägt. Ja? Eine Trennung, da er unreif war. Ja? Er ist auch sehr ein hochsensibler Mensch, gefühlsvoll. Ja? Er möchte mit dem, also in der Vergangenheit hat er auf friedlicher Basis diese Trennung wollte machen und das ging nicht. Ja? Er hat auch Unterstützung gebraucht von Umfeld und Familie. Er hat immer noch zu tun, Kommunikation mit Ex-Partner, Ex-Geschichte. Ja? Seit Winter ist es so. Und er wird überglücklich sein, wenn das Beschleunigung, wenn diese Sachen schnell geregelt ist. Das sind Karten von der Vergangenheit. Was ist jetzt in der Gegenwart? Es hat ihm sehr mitgenommen, diese Trennung. Ja? Und ihm ist bewusst wegen seiner Unreif. Ja? Und das war Herbst
Winterprozess, weil hier ist auch Blätter gezeigt in seine Kleider. Ja, das ist auch Herbst, eine Zeitfaktor für mich. Ja? Und er hat die Augen verschlossen für seine Ex-Partner, Ex-Beziehung-Probleme. Das hat ihn blockiert. Er schleppt immer noch diese Angst, ja, dass er wieder scheitern kann, weil er so ist, wie er ist. Aber das ist alles eine schicksalhafte Wendung in sein Leben auf 180 Grad, damit er lernt, bei der nächsten Partnerschaft reif. Das ist ein Reifungsprozess für ihn. Schau mal, was habe ich gesagt? Der leckt noch seine Wunden. Ja? Das ist das, was ich meine. Er hat noch nicht ganz abgeschlossen. Ach, was habe ich gesagt? Karma, Schicksal, zweimal. Ja? Zweimal. Ja? Auch damit er lernt, mit Finanzen, Themen, ja, besser umzugehen auch. Also nicht nur im Liebesbereich macht er eine Wandlung durch, ja? Nicht nur Zukunft. Ja, er ist unsicher. Ja, diese ganze Situation, noch in Zukunft ist er unsicher. Und er muss seine Position verteidigen. Ja, es ist eine herausfordernde Zeit für ihn. Ja, und er hat immer noch Streitigkeit, heizige Diskussionen, ja, mit dem Ex, ja, und er wird auch da angegriffen, ja, obwohl er auf friedlicher Basis die Trennung damals gemacht hat, ja, und er hat noch, weil hier steht, es ist alles rot, 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 das steht für mich für Leidenschaft noch, also Gefühle kann auch möglich sein, dass nicht so stark ist, wie innerhalb in der Beziehung war, aber Leidenschaft, ein wenig Gefühle sind noch da für die Ex-Partnerin. Er hat sich noch nicht ganz vergessen. Ja? Und ja, es ist eine herausfordernde Zeit, bis er das alles erledigt hat. Er hat immer noch zu tun in Zukunft, in nachher Zukunft. Ja? Und er wird auch in Zukunft andere Möglichkeiten haben, ja, trotz neben dieser ganzen Situation, die er mitmacht, auch in Zukunft wieder hat er andere Möglichkeiten, ja, vielleicht mit dir, oder er schaut noch, wo die Gras grün ist, ja, er hat Möglichkeiten, er hat anderen Menschen Möglichkeiten zum Kennenlernen, ja, neben seinem Privatleben, die läuft, ja, das ist diese Karten hier, die wir haben, es überfordert ihn, kein Wunder, wenn momentan er sich nicht kann öffnen für etwas Neues, sondern nur Ablenkung, ja, oder das, ja, genau, Ablenkung, dass er ein bisschen abwesend ist, nicht nur nachdenkt an seine Situation, die er sich hier durchmacht, ja. Und er ist zwischen zwei Menschen oder mehrere Menschen kennen, ja, dass er nicht allein ist, okay, und er ist in Rückzug. Kein Wunder, dass dieser Mensch nicht offen ist für etwas Neues oder etwas Konkretes, ja, anfangen mit jemandem, da er viel Baustelle hat. Jetzt weißt du warum, ja. Jetzt möchte ich hier noch zwei Karten, ja, auf der Seelenebene, bevor ich hier, und er schleppt noch dieses Unsicherheit, verwirrt, er weiß nicht, was er will, was er machen kann, ja, nicht bevor er das hier in Ordnung gebracht hat, sein Leben wieder in Ordnung bringt. Ja, also vieles zu erledigen, ja. Zwei Karten bitte. Ja, schau mal. Abwehrhaltung ist ein Problem. Verlust ist ein Problem. Bedürftigkeit.
Und diese Bedürftigkeit beziehe ich auf diese nichts Konkretes noch nicht. Klar, er wird sich wieder öffnen, wenn die Wunden geheilt ist, wenn sein Leben wieder einen, dann ist er offen. Ja, die letzte Karte, dann ist er offen, ja, für etwas Neues. Aber momentan geht nicht und das ist klar. Der beschäftigt sich mit sich selber, mit seinen Problemen. Ja, das ist hier die Botschaft. Wieder. Jetzt eine Botschaft für dich von deinem Wunschpartner. Ja? Was möchte er dir sagen? Was möchte er auf Seelenebene dir mitteilen, wozu guckt? Wie geht es ihm? Falsches Spiel. Ja, er ist noch nicht so weit. Ja, für etwas Ernstes, für etwas, aber du weißt ja warum jetzt. Du darfst mich nicht vertrauen, es tut mir leid. Aber ich meine es einfach nicht ehrlich mit dir. Im Endeffekt ist alles, was ich sage, eine Lüge, eine Illusion. Ich bin wohl leider als schlechter Mensch geworden. Ich fühle einfach nichts, für nichts und niemanden. Also lass dich nicht länger von mir ausnutzen. Ja, aber ich deute wirklich auf seine Privatsituation, ja? Der will nichts Konkretes, noch nicht, weil ihm alles zu viel ist, ja? Das ist hier die Botschaft, okay? Aber jetzt nehme ich noch eine Liebesbotschaft für dich, falls du hier nicht geduldig bist zu warten oder je nachdem, was du entscheidest, weil es ist ein Wunschpartner, ja? Eine Liebesbotschaft für dich, wo zuguckt. Derjenige, wo zuguckt. Eine Liebesbotschaft. Ja. Heimliche Verehrer. Du hast eine heimliche Verehrer. Ja. Du hast einen heimlichen Verehrer, wo zuguckt. Ein Geheimnis. Alles wird zur rechten Zeit offenbart werden. Der Schleier wird sich bald lüften. Ja? Jemand offenbart sie, öffnet sich dir. Ob dieser Wunschpartner ist oder jemand anderes. Ja? Alles Gute. Bye.